Ja, wir haben gut gestanden, tief gestanden. Das war unser Ziel heute, kompakt zu stehen, die zwei vorne, Tukay und Ivan, recht tief an der Mittellinie zu haben, Zweikämpfe gewinnen und dann schnell nach vorne spielen, in die Lücken, die wir da haben, zwischen der Viererkette hinten, zwischen den Sechsern durch. Und da hat jeder mitgezogen. Jeder hat 100% gegeben. Jeder wollte heute, jeder war heiß, hat man vor dem Spiel schon gemerkt. Ja, das war unser Ziel heute. Ja, Riesenstolz auf die Mannschaft. Also wir sind bis hierhin gekommen, hatte ich eben auch schon in den anderen Gesprächen davor. Man muss immer darauf achten, was für eine Mannschaft wir haben, was für Jungs wir da haben, die wir im Sommer zusammengeholt haben, wo wir sie hergeholt haben, junge Kerle aus unteren Klassen. Wir haben im Sommer unser Projekt gestartet, was über viele Jahre hinaus laufen soll, mit Zukunft. Die Mannschaft hat Zukunft. Wir haben den Klassenerhalt vor 2 Wochen gesichert, eben gegen den Gegner von heute. Sind bis ins Kreispokal-Endspiel gekommen. Ich denke, dass es für ein erstes gemeinsames Jahr ein Riesenerfolg ist. Und von daher, Niederlage ist okay. Wir haben hier einen Gegner mit ganz anderen Voraussetzungen, gespickt mit Hessenligisten. Alles Spieler, die höhere Klassen gespielt haben. Und haben im Endeffekt 3 Spiele Anlauf gebraucht, um uns das erste Mal zu schlagen in diesem Jahr. Von daher ist es mir sehr, sehr wichtig an der Stelle. Ich bin absolut stolz auf die Jungs. Das habe ich ihnen eben auch noch in der Kabine gesagt. Super erfolgreiche Saison gespielt und alles gut, und das lässt sich auch durch eine 2-0 in der Liga heute in keinster Weise drüben. Wir haben letztes Spiel oder nach dem 7-4 haben wir natürlich eine Videoanalyse auch gemacht nach den 7 Gegentoren, und wir brauchen die Grundordnung bei uns im Spiel, und das war heute wiedergegeben, wie auch gegen Dietkirchen, und da hast du recht, ich glaube, ich habe jetzt nur eine Torchance gesehen oder maximal 2, weil wir alle nach Ballverlust nach hinten gearbeitet haben und als Mannschaft aufgetreten sind, und dann kommt sowas zustande. Also ich kann nur sagen, ich bin stolz auf meine Mannschaft. Die haben alles gegeben auf dem Platz. Wenn es nicht reicht, reicht es nicht. Im Fußball ist es halt so, muss immer einer gewinnen, einer verlieren. Und ja, wir stehen immer noch 2-1 gegen Nettersheim. Ich freue mich für meinen Freund Dominik Koch. Überragend gespielt. Hat gezeigt, hat sich belohnt für die Leistung, die er über den ganzen Jahr gebracht hat. Und ja, gibt es nicht viel mehr zu sagen. Also trotzdem ein riesen Kompliment an die Mannschaft für die Saison. Und ja, Endspiele sind es halt so. Man gewinnt oder verliert. Vor allem wollten wir den Pokal holen. Dann war das 7-4 auch sicher nochmal ein Tick Motivation. Und natürlich auch in der Vorrunde haben wir auch schon zu Hause verloren gegen Schwanheim. 4-2 war es, glaube ich. Haben wir auch 4 Gegentore kassiert. Deswegen war es auf jeden Fall einer unserer Ziele, auch die 0 hinten stehen zu lassen. Nach den 11 Gegentoren in einem Jahr. Das sollte reichen. Und ja, also Motivation war durch die 2 Niederlagen genug. Hat alles gut geklappt heute. Fakt ist natürlich, dass du heute Spieler auf dem Platz hast, die noch nie unter solchen Anlässen vor so einer Kulisse gespielt haben. Natürlich ist ein bisschen Nervosität dabei, deswegen waren wir auch ein bisschen gehemmt. Aber ja, also darauf aus würde ich es nicht festmachen. Es ist natürlich ein Unterschied, klar. Wenn du dann halt eben Spieler hast, die erfahren sind, können die in diesem Spiel schon den Unterschied machen. Das war heute so. Aber ansonsten soll uns das nicht hemmen in der Art und Weise, wie wir arbeiten. Wir werden noch weiter so arbeiten. Also wir wollten einfach nur hier den Kreispokal gewinnen. Also ein bisschen versöhnlicher Ausgang. Jetzt wollen wir natürlich die letzten 2 Spiele noch gewinnen, dass der Tabellenplatz noch ein bisschen positiver aussieht. Und dann wollen wir mit viel, viel Kraft nächste Saison noch ein erfolgreicheres Jahr, viel erfolgreicheres Jahr gestalten als dieses Jahr.